Guten Morgen, liebe Marsch- und Wanderfreunde. Ich bin heute Morgen in Châtel-sur-Mont-Salvin gestartet und bin jetzt unterwegs an den Lac de Gruyère oder auf Deutsch Greyerzensee. Ich habe heute vor, etwa fast 32 Kilometer zu laufen. Das ist ja nicht so weit. Vorne sieht man das Schloss von Greyerz im Tal unten und der markante Berg hinten ist der Moleson. So, jetzt bin ich unterwegs da zu der Ruine von den Herren von Mont-Salvin. Die liegt da noch hoch über dem Tal. Ich habe da einen schönen Wanderweg. Übrigens lasse ich mich hier führen von Komoot. Ich habe die ganze Route zu Hause geplant und kann mich hier durch das GPS führen lassen.
oben sehe ich schon die ersten Mauern von der Ruine, das was noch übrig geblieben ist. Wenig hoch. Da unten im Tal sieht man den Anfang vom Greyerzsee, ein großer Stausee, hat etwa eine Länge von etwas über 13 Kilometer. Ausblick da ins Tal runter. Jetzt habe ich mit dem Abstieg begonnen ins Tal runter. Es geht da ziemlich steil runter. Dann wenig aufpassen, es ist glatt. Die nächste Attraktion, die ich jetzt ansteuere, ist die Schokoladenfabrik Gaillet. Ich hoffe, dass sie offen hat, wenn ich unten ankomme. Dort noch schnell eine Schokolade trinken. Das ist eine ganz bekannte Schokoladenmarke da in der Schweiz. Und die beliefert auch in die ganze Welt hinaus.
sind am Fressen und lassen sich von mir nicht stören. Sie sind wilde Tiere, die leben sonst sehr hoch in den Bergen oben, sind jetzt aber hier friedlich am Fressen. Interessant, die bleiben da, die gehen nicht weg, die haben nicht Angst von mir. Soeben habe ich den Talboden erreicht und da von mir ist die bekannte Firma Gaie, die Schokolade herstellt. Ich gehe jetzt dann ins Geschäft rein. So ist aber noch da vorne das Hauptgebäude aufnehmen. Die Fabrik liegt übrigens am Jaunbach. Ja, im Tal herkommt. So, dann nochmal einen Blick in die Auenbachschlucht. Da sind wir ja vor einer Woche, ja, ein bisschen länger her schon, runtergekommen. Ich habe eine Tour gemacht mit meiner Mutter. So, jetzt geht es da nach dem Auenbach entlang bis zur kurz vor der Einmündung in den Greyerzsee. Ich muss vorher noch wieder ein bisschen aufsteigen, dann den Hügel hoch, kann da nicht alles dann den Bach entlang marschieren. Drüben ist noch die Schokoladefabrik Gaie zu sehen, die Rückseite. Da drüben sieht man noch das große Kraftwerk vom Lac de Mont-Salvin und Stausee, der da weiter oben den Jaunbach aufstaut. Die riesige Druckleitung. Ein Großteil fließt durch den Berg, durch einen Stollen. Und der Rest geht da noch durch diese Leitung runter.
das ist der Ausfluss da vom Kraftwerk. Den Einfluss wieder in den Jaunbach. So, ich habe da wieder die erste große Steigung vor mir. Das wird übrigens nicht nur als Wanderweg genutzt, sondern auch als Bikestrecke. Da geht die Panoramik-Bikestrecke durch. Aber ich glaube, es ist das mal nicht so schwierig wie das Runtersteigen ins Tal. Weil dort war der Weg wirklich ziemlich glatt. Geht es, glaube ich, auch an die Sonne hoch. So, ich habe den Boden erreicht. Da unten sieht man den Anfang vom Greietzesee. Da ist der See. Übrigens, der Hauptfluss, der in den Greietzesee fließt, ist die Saane. Die Saane, die kommt vom Col du Sanetsch runter, fließt dann beim berühmten Ferienort Gstaad vorbei und mündet hier in den Greietzesee. So, da vorne ist die Ortschaft Brock, dann der Moleso, der höchste Berg da, und da unten fängt jetzt der Greietzersee an. So, ein riesiges Naturschutzgebiet. So, jetzt gehen wir da an den See runter. So ein bisschen grober Weg. Ein Stein. Hier fängt jetzt eigentlich die Umrundung vom See an. Ich werde bis ans Ende laufen und dann zu einem späteren Zeitpunkt auf der anderen Seite. Was mich jetzt heute sehr erstaunt, der See hat relativ viel Wasser. Weil für das wir auch diesen Sommer sehr wenig Regen hatten da. Und bis jetzt auch noch nicht sehr viel Niederschlag gegeben hat, hat der erstaunlich viel Wasser. Da bin ich jetzt wirklich erstaunt darüber. Ich habe noch gedacht, ich könnte dann zu einer Ruine auch noch auf dem See, weil bei Niedrigwasser ist dort keine Insel, sondern eine Halbinsel. Also das heißt, man könnte zu Fuß rüber
aber so wie das aussieht, ist das heute nicht möglich, da doch sehr voll ist der See. So, hier mein Wanderweg, schön romantisch. Da vorne, ganz auf der linken Seite, kommt der Jaunbach rein. Auf der rechten Seite kommt die Saane rein. Und hinten ist wieder der Molleson. So ein friedlicher Gegend da hier, so schön. Ein Rastplatz. Wir sind langsam, weil auf dem Holz könnte es glatt sein.
ist einfach schön, da durch zu marschieren. Was mich auch erstaunt, bis jetzt bin ich der einzige Wanderer, sonst noch niemand gehabt. Aber wahrscheinlich so an Sonntagen und so hat schon mehrere Leute da. So ist es ein bisschen glatt, ein bisschen aufpassen. Was ganz gefährlich könnte sein, ist hier auf diesen Treppen. Die sind meistens sehr glatt. Das ist hier eine sehr interessante Strecke. Momentan ziemlich nach oben. Kommt fast aus der Puste. GoPro.
eine Passage, wo man ein bisschen aufpassen muss. Wow, da geht jetzt steil runter. Oh, dann geht es wieder steil runter. Immer das, was ich aufgestiegen bin, muss ich auch wieder runter. Und heute ist es einfach gefährlich, da man nicht sieht, was unter den Blättern ist. Eine Waldhütte da unten. Ist das nicht herrlich hier? Die Berge hinten, der See, die Ruhe da. Da werde ich jetzt etwas essen. GoPro. Da hier vorne, wo man die Brücke sieht, ist die engste Stelle vom Stausee.
So, jetzt habe ich wieder das Hochplateau erreicht. So, ich befinde mich hier ein bisschen außerhalb von Corbier. Oben sieht man schön das Schloss von Corbier. Übrigens haben die Erbauer Ländereien bis zum Thunersee gehabt. Ein Teil hat auch noch in Jaun eine Ruine, die auch noch von diesen Herren stammt, von da. Schön da, hä? GoPro. Auf der anderen Seeseite sieht man jetzt zuerst die Autobahn von Lausanne nach Freiburg, Bern, Zürich.
die Umgebung wird immer flacher. Ich bin jetzt aus den Bergen draußen. Da auf der Gegenseite vom See ist zwar noch ein großer Hügel. Aber die Berge, wo ich heute Morgen noch ein bisschen drin war, die sind mittlerweile weiter weg. Jetzt sieht man da wieder schön auf den See runter. Sollte dann das Schloss wieder zum Vorschein kommen. Da meint man, dass der See aufhört. Ist aber nicht so. Der geht da noch weiter nach oben. Sogar noch ein Fischerboot. So, jetzt geht es da ein bisschen über Feld. Und da hinten komme ich. So, jetzt geht es da ein bisschen vom See weg. Aber es ist hier auch ganz schön, da oben. Ein ziemlich großes Dorf. Auf der anderen Seeseite ist ein Campingplatz. Kommt der See wieder zum Vorschein. Da vorne geht er noch so in ein Tal rein. Ich dann auch noch nach hinten muss. Ah, da vorne ist die Insel mit den Ruinen drauf, glaube ich. Sicher die. Dort kann man beim Niedrigwasserstand mit trockenem Fuße die Insel betreten, über quasi fast wie ein Damm. Bei Hochwasser oder Normalwasserstand, wie jetzt ist, ist es sicher nicht möglich. Ein Schiffchen draußen, ein Segelschiff.
So, und da hier ist jetzt diese Bucht, wo ich euch gesagt habe. Und ziemlich weit rein da. Die muss ich jetzt noch umwandern. GoPro. Bonjour. Bin ich noch immer in diesem Seitenarm. Grube, drüben sieht man die Autobahn, diese Brücke. See?
Autobahnbrücke. Und ich bin immer noch am Greyerzersee. Oder auf Französisch, Lac de Gruyère. Sehr schön da. Ein riesiger Golfplatz. Dem folge ich jetzt schon ziemlich lange. Schaue, dass ich durchkomme, dass ich keine Bälle auf den Kopf kriege. Draußen wieder auf der anderen Seite die Autobahn von Lausanne, Freiburg, Bern, Zürich.
unten wieder nach langer Zeit endlich wieder der See. So, ich bin schon fast am Ende vom See. Es geht nicht mehr so weit. Bin ich bei der Staumauer. Dann fließt da wieder die Saane weiter Richtung Freiburg. Kommt kurz vor Freiburg in einen ganz kleinen Stausee und dann noch nach Freiburg wieder in einen größeren, in den Schiffenen See. Da sehe ich eigentlich einen Rutsch runter. Jetzt haben sie da ganz schöne Brücke gemacht. Ja, da ist die Erde runtergekommen. Sieht auch unten da ein See rein. Das ist da ganz schön gemacht worden. Durchgang im Großen und Ganzen ist der Weg nicht schlecht. Es geht einfach immer rauf und runter. Man braucht hier wirklich sehr gute Kondition. Wenn man das hat, dann ist es kein Problem, diese Strecke zu meistern. Mich es scheint wieder in die Sonne rein. So, ich habe jetzt dann fast erreicht mein Ziel. Es ist kurz jetzt zuvor, also bevor ich jetzt dann ankomme. Jetzt geht es dann noch durch einen kurzen Tunnel, die Staumauer, und dann auf der anderen Seite hoch muss ich noch dort in das Dorf. Dort oben habe ich dann den Bus und den nehme ich dann weiter.
riesige Mauer da. Riesengross. Schön da oben, hä? Ich habe meine Tagesetappe erreicht. Ich bin in Rossens angekommen. Es war eine sehr, sehr schöne, interessante, aber strenge Wanderung. Ich danke, dass ihr mich begleitet habt heute. Und bis zum nächsten Mal. Dankeschön.